Dosta düşmana karşı. Everyday life. Guten Mittag. Es ist jetzt 14 Uhr. Wir haben die Zeit verbracht mit Kleinigkeiten machen, chillen. Ich habe ein Video bearbeitet und auch hochgeladen. Zeki holt jetzt die Esile ab. Milan macht Mittagsschlaf. So, da war ich mittendrin beim Erzählen und der Akku ist leer gegangen. Zeki holt jetzt Esile ab und ich möchte gerne Hühnerfrikassee. Ist hochgeladen? Ja. Ich möchte gerne Hühnerfrikassee kochen. Beziehungsweise unser Herd ist ja noch nicht angeschlossen, aber ich habe ja den Molex vor einiger Zeit geschickt bekommen und der liegt halt noch verpackt in der Küche, aber der ist ja nur mit einer Steckdose betrieben und deswegen kann ich das Hühnerfrikassee ja dort aufwärmen, weil das ist ja fertiges Hühnerfrikassee. Und wir haben noch Reis von gestern, was meine Mami gemacht hatte, und wir haben auch noch ein bisschen Aubergine, die war gefüllt mit Hackfleisch. Das Hackfleisch existiert nicht mehr, es existiert nur noch die Aubergine, denn Zeki mag keine Aubergine und hat einfach nur das Hackfleisch rausgegessen. Und dann geht es vielleicht auch heute zu Ikea, denn wir wollen auch unser Arbeitszimmer, Büro, Gästezimmer, Schrägstrich, Alleszimmer, YouTube-Zimmer. Da brauchen wir einen Schreibtisch für, denn das liegt jetzt alles noch im Karton, mein ganzer Papierkram, und ich muss echt viel Papierkram machen und ich hasse das. Wenn das so unordentlich ist, dann habe ich überhaupt gar keinen Überblick und deswegen ein Schreibtisch und dann hat alles seinen Platz und das Zimmer wäre dann auch fast fertig. Da fehlt dann noch, ein Bett kommt dann noch rein, denn es ist so, dass Zeki doch schon unregelmäßige Arbeitszeiten haben wird. Die Zeiten im Genauen, die stehen noch nicht fest, aber bald. Und er wird dann öfter, wenn er dann von der Arbeit kommt, auch schlafen müssen. Und das ist dann halt vorteilhaft, wenn er dann im Gästezimmer schläft, weil ich ja doch schon immer ins Schlafzimmer rein und raus muss. Hör auf! Und im Gästezimmer wäre er dann halt ungestört und keiner würde da rein und raus laufen. Und deswegen brauchen wir da auf jeden Fall noch Bett und Matratze. Oh Gott, der Kian passt alles an. Ja, Milan, sein Auge ist so lala. Das ist halt hier sehr, sehr rot überall. Aber ich glaube, die Tropfen helfen ganz gut. Er bekommt ja seit gestern Tropfen. Und Kian steigt auf den Tisch. Ja, ich werde jetzt nicht mehr lang schnacken, sondern das Hühnerfrikassee aufwärmen. Anders aus, weißt du? Mhm. Nicke sind da, die Schäde geht mal wärmer. Ja, wir haben Hunger, glaube ich. Hunger? Wir essen ja auch. Guck mal, wie ihr sitzt. Kannst du weitermachen, dann decke ich den Tisch eben. Ja. Davon. Ich finde, hier ist ein bisschen wie ein Platz für meinen dicken Arsch. Für Müll ist das, ne? Mhm. Ja, nimm mit. Mhm. Dokumenten, dicke Dorfsandok. Oh ne, wer ist Dorfsandok? Zeitschriftensammler. Was ist das denn? Papierkorb, dicke Dorfsandok. Nur mit dicke Dorfsandok. Mhm. Das brauchen wir nicht, wir haben doch das dann. Ja, okay. Hallo, 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 hallo. Ich habe gerade abgespült. Ja, ich spüle immer noch mit der Hand ab. Ja, hier werden jetzt gleich Leisten gelegt. Und zwar haben wir diesen Raum ja tapeziert und an die Kanten kommen noch Leisten dran, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Da weiß ich gar nicht, ob da irgendwas dran kommt. Auf jeden Fall kommen dann hier unsere Schuhschränke hin. Und eine andere Lampe natürlich. Und hier kommt auch noch ein Vorhang hin, damit das so ein bisschen abgetrennt ist.
Und ja, die Toilette ist ja hier. Und hier haben wir einen Spiegelschrank gekauft. Den gab es bei Lidl im Angebot für 50 Euro. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und diesen Bereich hatte ich euch ja schon gesagt. Da sind die von außen schon am Planen. Fokus, Fokus. Also dieser ganze Bereich wird neu gemacht. Es gibt einen Durchbruch durch diese Wand. Und das Bad wird vergrößert. Es kommt eine Badewanne rein. Deswegen sieht es hier noch so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt aus. Also quasi diese Ecke ist die schöne Ecke. Und diese Ecke ist leider die ganz hässliche Ecke. Aber die wird schön. Also die sind schon am Plan. Morgen kommt der Architekt. Hier haben wir leider kein Licht. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Also das ist der Spiegelschrank von Lidl. Dann haben wir hier bei der Fundgrube was gefunden. Das will ich auch mit an die Wand anbringen. Das ist auch nochmal so Aufbewahrung, weil wir können hier im Moment keinen Hochschrank hinstellen. Huch! Und ich dachte mir, der Spiegelschrank und dann dieser kleine Schrank dann da. Eine neue Lampe haben wir geholt. Moment, wo ist die? Das ist der Treteimer. Das ist auch eine Lampe, die kommt dahin, wo die Toilette ist. Wo ist denn die Lampe? Da. Das ist so eine Wandlampe. Ja, das kommt dahin. Für draußen haben wir eine Matte geholt. Was haben wir noch? Ich habe so Aufbewahrungsgläser geholt, Geschirrtücher. Dann haben wir fürs Büro so einen Eimer geholt. Hier sowas für Dokumente aufbewahren. Dann Badteppiche. Hier haben wir was fürs Esszimmer geholt, so Blumen. Das ist der Schreibtisch, den wir uns geholt haben. Und zwar ist es das Kallax. Das ist so Kallax-Regal mit Schreibtisch dran. Und dann gab es in der Fundgrube einmal dieses Bild hier von Paris. Für 20 Euro. Ja, hier ist noch ein bisschen durcheinander. Da sind jetzt nur Fotos drin unten. Die muss ich alle in Alben machen. Aber das, die Kommode kommt weg. Die ist leider kaputt gegangen. Da kommt ja der Schreibtisch hier hin. Meine Lampen werden wahrscheinlich auch hier so aufgebaut stehen, damit ich sie nicht immer aufbauen muss. So. Genau, und hier in der Küche ist immer noch unverändert. Die Spülmaschine steht da so rum, weil der Herd immer noch nicht angeschlossen ist. Also die Kabelseite sollten frei werden. Ja, die Küche ist halt noch so ein bisschen Abstellfläche für alles. Ich habe noch nicht für alles irgendwie einen Platz gefunden. So, Milan ist im Wohnzimmer und Serki und die beiden anderen, die waren nämlich bei Mama. Wie geht's deinem Auge, mein Schatz? Soll ich dir gleich nochmal Tropfen reinmachen? Nein? Morgen? Der steht da schon vor der Tür. Ist er da vor der Tür? Ja, im Auto. Setz dich mal hin. Ich mache euch wieder einen Obstteller, ja? Ja! Wollt ihr einen Obstteller? Ja! Ja! Kann ich jetzt kommen? Ich bringe euch das. Bleibt mal lieber da. Hallo! Alles mal? Da, da! Machst du den grünen Teller? Warte. Hier. Alles gleich. Keiner hat mehr und keiner hat weniger. Also ich hab weniger. Sag hier, du auch hier? Komm. Hat ich gleich. Bitte schön. So, jetzt habt ihr wieder ein bisschen Fernsehzeit. Ich kann nicht schlafen. Nee. Jetzt habt ihr wieder Fernsehzeit. Eine Stunde. Und dann ist Schluss. Thank you.
So? Ja. Ist die Leiste dran? Die Fußleiste? Ja. Echt? Die ist dran? Ja. So tief ist die. Okay. Dann, Serki, hol dir mal einen Stuhl. Ja. Ich höre dir zu. Ja, was sagt der Jean? Er sagt so, und Papa? Nein, die Eltern, die gehen doch zum Elternsprechtag. Bei Özcan Joscha? Ja, ja, Özcan Joscha. Und bei Elternsprechtag ist das ja immer so ein komisches Gefühl, so, ne? Ah, was sagt die Lehrerin jetzt, wenn man zu Hause wartet? So, und dann sehe ich meinen Vater, wie er vom Elternsprechtag zurückkommt. Und dann sieht das so aus, dann hinterher... Wo bist du? Ach so, dann macht er so. Dann kommt Papa, ne? Zieht seine Jacke aus. Und Papa, was hat die Lehrerin gesagt? Und Papa so, zieht seine Jacke aus. Kennst du das? Er sagt, wenn die an der Kasse stehen, dann kriegen die so hin. Ja, genau, genau. Die ihre Pin ein und sagen so, ach so, stimmt, Leute. Kannst du nicht weggucken? Null. Weil das Kind sagt, der ist anders. Weil ich sag dir das vor, null. Kreditkarte, null, Tipp 1. 4. 7. Aşkı lazım, aşkı lazım. Söyle sevdiğin bize ne lazım? Ich könnte mit Ivo mitsingen, ne? So ein Duett. Aber Ivo kann so richtig hoch singen, Alter. Ja, voll. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı. Dosta düşmana karşı çapayı, bu çapayı, çapayı. Sillerenlere beni vursunlar. Thinking I was lost to you, but I don't wanna lose.